Ja, liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, schon wieder ist eine Woche vorbei. Wir haben die KW20 2023 und es ist wieder mal Zeit zu schauen, was für News die letzte Woche so gebracht hat. Ja, und ich lange rumquatsche, fange ich gleich mal mit meinen Themen an, die ich heute habe. Ich habe heute 8 Themen und ich lege mal los. Ja, Nummer 1, ja, wer denkt, das Chaos mit der THG-Quote ist vorbei, der ist schief gewickelt. Auch wenn viele mittlerweile ihre Prämie ausgezahlt bekommen haben, ich ja auch, aber da liegt noch einiges im Argen. Da habe ich eine ganz liebe Mail bekommen von einem Zuschauer, da vielen Dank dafür. Der hat mal den Mailverkehr mit seinem Anbieter mal veröffentlicht, weil der mal so ein bisschen drauf eingegangen ist, was da gerade so abgeht, ja. Hochinteressant. Das wird gleich unser erster Punkt. Ja, dann Nummer 2, neues Model Y Basismodell. Lädt bis 50% mit über 170 kW. Ja, das ist auch mal sehr interessant. Das ist, glaube ich, der BYD-Akku. Der soll besser sein wie der von Kattel. Wir reden aber von LFP. Auch da schauen wir mal rein. Hochinteressant. Ja, Nummer 3. Dann ist wohl ein Model 3 mit mehr Reichweite im Anmarsch. Also wir reden von einem Standardmodell, Basismodell. Passiert gerade sehr viel bei Tesla. Das wird Nummer 3 sein. Ja, dann Nummer 4. Wer hätte jetzt gedacht, Tesla schaltet bald Werbung? Ich dachte ja hier, ja, ich kriege mal was überwiesen von Tesla. Ich mache ja schon jahrelang Werbung für Tesla, aber natürlich auf meinen eigenen Mist ist das ja gewachsen und ich habe mal keinen Vertrag mit Tesla. Aber jetzt, ja, wollen die wohl Werbung schalten. Scheinbar reicht es noch nicht aus, was hier so die Tesla-Fanboys hier im Netz erzählen. Ja, dann Nummer 5. Bei Tesla sind gleich 2 neue Modelle geplant. Was für ein Wahnsinn. Ja, alle haben nur mit dem kleinen Model 3 gerechnet. Jetzt kommt noch eins raus, ein anderes Modell. Auch da gucken wir mal rein. Dann Nummer 6. Tesla ruft 1,1 Millionen E-Autos zurück. Klingt immer so schlimm, ja, Rückrufen an so viele Autos, aber ist ja bei Tesla kein Problem. Geht ja alles over the air. Ja, gucken wir auch mal rein. Ja, dann eine vorletzte Meldung Nummer 7. Ja, Köln bekommt wohl jetzt erstmals testweise Ladebordsteine. Ja, auch sehr umstritten. Schauen wir auch mal rein, ganz interessant. Ja, und dann Nummer 8. Das Thema günstige E-Autos aus Europa. Der Zug ist wohl abgefahren. Ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube noch nicht ganz, aber es ist viel dran an der Meldung, viel Wahres dran. Ja, das sind die 8 Punkte, die es heute bei mir gibt in den News. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Also dann bis gleich. Viel Spaß. Dieses Video wird gesponsert von TobiFair. Nachhaltig produziert und zu 100% made in Germany. Ja, und da sind wir zurück. Ich hoffe erstmal, ihr habt alle einen ordentlichen Männertag gehabt und ihr habt nur etwas getrunken. Ansonsten habt ihr die Dinge gemacht, die ihr mal schon machen wolltet. Aber ihr habt euch alle benommen. Das ist ganz wichtig. Ich selber bin ja nicht so der große Trinker. Ihr seht, heute gibt es wieder ein lecker Teechen. Die Temperaturen sind noch angenehm. Ab morgen soll es ja losgehen. 27, 28 Grad am Wochenende. Aber heute kann man noch mal einen Tee trinken. Und ich habe den Männertag auch gut überstanden. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. THG-Quote. Da hat mir ein ganz netter Zuschauer geschrieben, bin ich auch sehr dankbar. Der hat mir mal seinen Mailverkehr veröffentlicht, den er bekommen hat von seinem Anbieter, von seinem THG-Quotenanbieter. Und ihr wisst ja, ich habe meine Prämie schon bekommen und viele haben sie bekommen. Es geht jetzt los mit der Auszahlerei. Und hier ist mal schön erwähnt, was alles so die Problematik an der ganzen Geschichte ist. Ja? Und da schreibt dann quasi dieser Quotenanbieter, guten Tag, es gibt große erfreuliche Nachrichten, ja. Das Umweltbundesamt hat kommuniziert, dass in den nächsten Tagen 250.000 Fahrzeugscheine fertig zertifiziert sein sollen. Ja. Darunter fällt auch ein Löwenanteil unserer Kunden, für die das lange Warten nun endlich ein Ende hat. Ja, da uns immer wieder neugierige und bis ungeduldige Zuschriften mit Fragen erreichen, ich habe ja auch mal nachgefragt bei mir, was da bloß so lange dauern mag, fassen wir nochmal im Kurzabriss die Situation mit den Kernherausforderungen zusammen. Ja? Dazu geben wir einen Ausblick, aus welcher Richtung wir nicht nur Änderungen beim Umweltbundesamt erhoffen, sondern auch dabei sind, diese aktiv mit anzuschieben. Kann man echt nur froh sein, wenn es so eine Firma gibt, die sagen, müssen wir versuchen, die Behörde mal so in die richtige Richtung zu drücken. Ja? Ich meine, der Firma kann es im Grunde auch egal sein. Aber auch klar, die wollen ja auch euch als Kunden behalten. Ja, ja, und dann geht's los. Nummer 1, Schlupflöcher.
Schlupflöcher aus 2022 werden durch ein tiefergehendes Prüfverfahren beim Amt geschlossen. Dies war ein wichtiger Schritt im Bereich Betrugsprävention, der allerdings mehr Zeit pro Schein beansprucht. Die haben ja auch eine Heidenangst, dass einer vielleicht doppelt die Quote bekommt, wie auch immer. Ich meine, ich kann jeden nur abraten, da irgendwie versuchen zu tricksen. Und ihr wisst ja, wir hatten ja die Problematik, dass ich überlegt hatte, ob ich nochmal woanders nochmal die THG-Quote beantrage und einfach abwarte, okay, wer zahlt zuerst und dann das andere storniere. Das geht alles nicht, haben auch viele geschrieben. Nee, da musst du durch, da musst du jetzt warten. Habe ich auch gemacht. Ja, und das hätte man vielleicht auch als Betrug auslegen können, ja. Ja, also das ist der erste Punkt, Betrugsprävention. Der zweite Punkt, essentielle Maßnahmen zur Digitalisierung und Automatisierung, ja, von Prozessen des Umweltbundesamtes sind, wer hätte es gedacht, noch immer nicht umgesetzt. Ja. So wird unter anderem weiter mit uneinheitlichen Dateiformaten oder Größenbeschränkungen für Uploads hantiert. Das ist wirklich, ja, also es ist wirklich, finde ich, wirklich schlimm. Ja, im Jahre 2023, das ist Wahnsinn, ja, aber das ist in ganz vielen Bereichen so. Ja, bisher sind die Personal- und Softwareausstattung des Amtes für das Arbeitsvolumen schlicht unzureichend. Ja, und dann Nummer drei, ja, während Sie auf unserer Plattform ganz einfach für Folgejahre verlängern können, ich habe übrigens jedes Jahr woanders meinen Schein beantragt, also meine Prämie beantragt, erfordert das im Hintergrund aber jedes Jahr eine frische Einreichung beim Umweltbundesamt mit jeweils neuer Prüfung aller Fahrzeugscheine. Ja, die im Vorjahr geleistete Prüfung kann durch das Bundesamt nicht einfach in einem verkürzten Verfahren erneuert werden, sondern beginnt wieder von vorn. Das ist doch auch Wahnsinn, ja? Also es geht nicht einfach zu verlängern. Ich habe das Auto jetzt 1, 2, 3, 4 Jahre und stelle immer wieder die gleiche Prämie, Umweltprämie oder THG-Prämie, beantrage immer die gleiche. Trotzdem wird das jedes Jahr neu geprüft. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, am 1. Januar schlugen also nahezu sämtliche Fahrzeugscheine, die über den kompletten Vorjahreszeitraum bearbeitet und zertifiziert wurden, auf einmal geballt erneut beim Bundesamt auf. Und zusätzlich musste noch der Berg an Zertifizierung aus dem Quotenjahr 2022 abgearbeitet werden. Denn Fahrzeugscheine für 2022 konnten noch bis Ende Februar 2023 eingereicht werden. Also ich sag mal so, da herrscht so ein bisschen Chaos, wie wir es alle vermutet hatten, ja. Ja, also ihr seht, da ist noch wirklich viel zu tun, ehe das mal wirklich rund läuft, ja. Mit unserer Einschätzung aus vorherigen Rundmails, die Zertifizierung und Auszahlung für Mai bis Juni, prognostizierten, lagen wir also voll im Zeitkorridor, ja. Bis die Behörden deutlich angemessener für solche Berge von Zertifizierungsanfragen ausgestattet ist, sollten wir, das ist auch eine interessante Bezeichnung, diese Bearbeitungszeiten als aktuelle Marktrealität anerkennen. Es ist echt Wahnsinn, ja. Ja, also wir haben jetzt quasi, ja, das ist, ja, wir müssen das akzeptieren, ja, dass es im Markt so ist mit den Behörden. Wir werden da noch lange warten müssen. Und wenn ich dann überlege, dass noch viele E-Autos dazukommen werden, ja, es werden immer mehr Leute E-Autos kaufen, dann müssen sie immer mehr neue THG-Prämien quasi zertifizieren, während gleichzeitig noch die alten wieder ihre Prämie beantragen. Also wenn sie da nicht mal einen Finger ziehen, wird das nicht besser werden die nächste Zeit, ja. Wir stehen im engen Austausch mit den Behörden und stellen technisches und fachliches Wissen zur Verfügung, um die Prozesse auch auf Amtsseite effizienter zu gestalten. Wie so häufig scheitert es aber bisher am Budget für Personal und technische Infrastruktur. Es kommt ja irgendwie bekannt vor. Ja, wir bleiben hartnäckig, um der Rolle als Sprache für unsere Kunden gerecht zu werden. Ja, das ist natürlich echt Wahnsinn. Da kann man nur einen Hut ziehen vor solchen Firmen, die dann auch versuchen, da noch zuzuarbeiten, denen mitzuhelfen. Ich sag mal, so ein Stück weit mit die Arbeit der Firma zu machen. Das ist eigentlich echt krass, ja. Und ja, ich bin mal gespannt, wo ich meine THG-Prämie fürs nächste Jahr beantragen werde. Ja, dann nochmal vielen Dank an den Zuschauer, der mir das übermittelt hat. Ja, ist wirklich, denke ich mal, hochinteressant, was da so noch abläuft. Und ja, wie gesagt, wichtig ist, ich will nicht irgendwie sagen, dass die Mitarbeiter dort schlecht arbeiten, Gottes Willen, ja, aber wie immer, ja, technische Probleme, Ausstattungsprobleme, das sind alles nicht unbekannte Geschichten. Ja, so viel zur THG-Quote, also es bleibt weiter spannend, ja. Ja, das war Punkt 1, kommen wir zu Punkt 2, Basismodell Model Y lädt bis 50% mit 172 kW, und das ist echt krass, das ist eine Meldung hier von Tesla Mag.
oder Tesla Mac. Und die haben geschrieben, ja, Tesla Model Y in deutscher Basisversion im ersten Test, BYD-Akku lädt bis 50%, 172 kW. Und hat man hier sehr schön eine Kurve abgebildet. Und da könnt ihr den alten, den neuen Akku sehen. Wo alt und neu ist auch nicht so die richtige Bezeichnung. Ja. Also diese blaue Linie ist quasi mein Akku, ja, von Kattel. Und was ich interessant finde, hier steht, da hätte wohl 62 Kilowattstunden. Ich dachte immer 60 Kilowattstunden, während der von BYD eben 60 hat, was jetzt quasi 2 Kilowattstunden weniger wären. Das ist mir eigentlich auch neu, wusste ich so nicht, ja. Aber man sieht schon deutlich, wie die Kurven abweichen, ja, während bei meinem Akku quasi das erstmal ganz hoch geht und sofort runterfällt, ja, gleich in den ersten 20-30% bleibt der andere erstmal rigoros oben bei 170 kW ungefähr bis zu 50% und fällt dann ab und dann treffen die sich hier unten aber trotzdem, aber sie kreuzen sich nicht, ja. Also der BYD-Akku bleibt ein bisschen oberhalb meiner Linie. Ja, ist auch ganz interessant. Ja, und man überlegt, das sind beides LFP-Akkus, trotzdem verhalten die sich völlig unterschiedlich mit dem Laden. Das ist schon interessant. Ja, seit Anfang des Monats produziert Tesla in seiner neuen Gigafactory in Berlin, also der deutschen, das Model Y, auch in der Basisversion mit Heckantrieb und weniger Akkukapazität als beim Long Range oder Performance. Und in dieser Woche wurden die ersten Exemplare davon ausgeliefert. Wobei die ersten hier wörtlich zu verstehen ist, denn offenbar sind die Auslieferungen unterbrochen worden, weil es ein Problem mit den Zulassungspapieren gab. Ja, ja. Und wie sich herausstellte, ist quasi der falsche Motor in den Tesla-Papieren angegeben. Ja, die Produktion des kleinsten Model Y in Grünheide scheint gut in Gang zu sein, denn in dieser Woche meldeten in dem Forum Tesla-Fahrer und Freunde mehrere Besteller eine Fahrzeugidentifizierungsnummer erhalten zu haben, an die sich die deutsche Herkunft erkennen lässt. Ja. Bis zur Übergabe dauert es noch ein wenig, doch in diesem Fall wurden die meisten Kunden informiert, dass sie sich verzögert oder dass sie ihr Fahrzeug nicht zulassen können. Der Grund dafür soll sein, dass Tesla einen anderen Motor nutzt als laut Typengenehmigung. Ja. Und was da auch interessant ist, kommen wir gleich noch dazu. Ja, von außen und nach angegebenen technischen Daten unterscheiden sie sich nicht unter dem Blech, aber verändert sich viel. Also diese zwei Varianten, quasi Model Y, wird ja jetzt bei dem neuen Model Y in Grünheide, dass sowohl das hintere als auch das vordere Element des Fahrzeugsrahmens in einem Stück in die Gigapressen produziert, während im mittleren Teil bildet quasi das strukturelle Akkupaket. Ja. Und in Grünheide vorerst von BYD statt von Tesla selbst wie in der Gigafactory Texas. Das ist quasi der Unterschied. Die Basisversion Model Y aus China hat einen Akku mit Batterien von Kattel, so wie mein Model 3 auch, die wie die von BYD für Grünheide auf der robusten LFP-Chemie basieren. Die Kapazität des strukturellen BYD-Pakets ist annähernd gleich, also sieht man sehen, 2 kW mehr. Und zur Reichweite nannte Tesla in aktualisierten Typanmeldungen die gleichen Werte wie zuvor. Ja. Und haben sie quasi hier das geladen, ja, und dann schreiben sie eben, dass das Laden des BYD-Akkus begann bei knapp 20%. Wenig später betrug die Leistung 172 Kilowatt, wo sie zudem bis 50% blieb. Die Kattel-Batterie hatte anfangs laut der Kurve das gleiche Niveau, fällt aber rasch ab und lädt bei 50% nur noch mit etwa 110 kW. Ab diesem Stand geht es bei BYD-Batterie beschleunigt abwärts und bei knapp 90% treffen sich die Ladekurven, wie wir es vorhin gerade gesehen haben. Kreuzen sich aber nicht, ja. Der neue Akku aus China scheint also technisch einen guten Start zu haben. Mehr Tests dürften folgen und bin ich echt mal gespannt. Ja, finde ich echt ganz interessant. Hätte ich nie gedacht, dass im Grunde der gleiche Akku, also auf LFP-Basis, trotzdem schneller lädt. Ich sag mal so, am Ende kommen sie so ziemlich auf die gleichen Zeiten. Aber wenn man jetzt sieht, ich lade vielleicht nur mal bis 60% vor und fahre weiter, bin ich eigentlich bei dem BYD-Akku schneller, ja. Ja, auch eine ganz interessante Geschichte. Also ihr seht, auch da wird das alles immer schneller. Es ist echt Wahnsinn, ja. Ja, so viel zu Punkt Nummer 2. Ja, und da kommen wir zu Nummer 3. Ja, neues Model 3 mit mehr Reichweite im Anmarsch. Die meisten werden es gehört haben. Ist hier eine Meldung von MobiFlip. Neues Tesla Model 3 mit mehr Reichweite kommt nach Deutschland. Ja, Tesla hatte mal ein Model 3 mit nur einem Elektromotor und dem großen Akku. Also den Long-Range-Akku, aber diese Version wurde nicht lange angeboten. Nun kommt sie jedoch zurück und das nicht nur für Geschäftskunden, sondern schon sehr bald für normale Kunden. Ja? Geschäftskunden waren schon länger im Gespräch, aber ist ja klar, kann man alle Kunden damit bedienen. Die Frage ist nur, lohnt sich das? Ja? Wir kommen gleich mal zu den Preisen. Ja, vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Tesla dieses neue Modell 3 mit noch mehr Reichweite für Geschäftskunden in UK anbietet, also in England, und jetzt wurde
Und jetzt wurde, ist erstmals, das ist eine komische Übersetzung, erstmals bei Tesla in Deutschland selbst entdeckt. Ja. Es ist aber noch nicht im Konfigurator. Und da schreiben sie, ja, Tesla Model 3 mit 620 Kilometer Reichweite. Mit 620 Kilometer hat es bisher die höchste Reichweite eines Tesla Model 3. Und wenn man mal von den E-Autos mit einem großen Akku absieht, dann ist das auch die allgemein beste Reichweite für diese Akkugröße, die es bei E-Autos gibt. Der Elektromotor hat wohl etwas mehr Power als aktuelle Basisversion, denn von 0 auf 100 geht es in 5,9 statt 6,1 Sekunden. Mit ca. 46.000 Euro ist das zwischen der Basis und der Version mit zwei Elektromotoren und dem großen Akku ist quasi genau dazwischen. Ja, das aktuelle Long-Run-Modell ist ja Wahnsinn. Kommt auf 602 Kilometer, schafft die 100 km aber in 4,4 Sekunden. Ja, spürbar schneller braucht aber kein Mensch. Ja, steht auch drin, dass das im Grunde locker ausreicht, diese 5,9 oder 6 Sekunden. Ja, und dann wird es ja interessant. Ja, 18 Kilometer mehr Reichweite sind im Alltag und da muss es schon wärmer sein. Circa 10 Kilometer reale Reichweite. Das ist also kein Argument, dass am Ende eher der Preis. Ja, jetzt muss ich quasi die Frage stellen, okay, ich könnte jetzt einen Long Range nehmen für diesen Preis, ein Model 3, ich nenne es mal noch Standard Range für diesen Preis oder so ein Model 3 Standard mit Long Range Akku dazwischen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja? Also ich sag mal so, ich bin ja mit meinem so zufrieden und ich komme überall hin, wo ich hin will. Also eigentlich brauche ich gar keinen größeren Akku. Ja? Ich meine, wenn Tesla sagt, wir bauen jetzt in das Gleiche, ist ja passiert. Mein erstes Model 3 Standard Range hat ja 55 kW, jetzt hat es 60 kW. Ja? Angeblich sogar 62 kW. Das heißt, die hat sich schon der Akku verbessert, gleichzeitig kann er bis 100% geladen werden. Ist ja schon ein unheimlicher Reichweitenzuwachs, ja? Wenn ich statt bis 80% immer bis 100% laden kann und nur noch der Akku 5 kW mehr hat, ja? 5 Kilowattstunden. Ja, ich sag mal so, aus meiner Sicht lohnt sich trotzdem nicht, das Modell zu kaufen. Ja, ich meine, vielleicht, wenn jemand jetzt ein Außendienstler ist, der sagt, Mensch, ich brauche viel Reichweite, ja, können wir drüber nachdenken, da kann er sowieso über die Steuern eine Firma absetzen, ja. Da ist es wahrscheinlich sinnvoll, aber ansonsten, ja, und so schreiben sie, Tesla nennt diese neue Version aktuell Model 3 2023 Europa. Die soll in Kürze verfügbar sein. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass es wohl bald ein ganz neues Tesla Model 3 kommt, wobei noch unklar ist, wann genau und was es kostet. Ja, da warten alle drauf, gibt schon diverse Bilder, bin ich auch mal gespannt. Mit Umweltbonus sind es aber unter 45.000 Euro für ein E-Auto mit über 600 Kilometer Reichweite. Sowas findet man bei der Konkurrenz nicht. Ja, das ist so. Damit kostet Model 3 übrigens etwa so viel wie der neue VW ID.3, hat aber mehr Platz und Reichweite. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich bin mal gespannt, wann das zu sehen ist im Konfigurator. Wir können ja mal einen Blick reinwerfen. Ja, und dann haben wir nach wie vor das Model 3 mit 491 Kilometer Reichweite für 41.990. Da kommt, wie gesagt, ich mache mal hier Überweisung, da kommt ja noch hier diese 980 Ziel und Behörden. Ja, ist auch interessant, Ziel und Behörden. Ja, also 1.000 Euro kommt da nochmal dazu. Seid ihr bei 2, also bei 43.000, sage ich mal, ab 491, jetzt habt ihr die maximale Reichweite. Seid ihr bei 602. Gut, der soll jetzt 46.000 kosten, ich sag mal so 5.000 mehr, wir lassen mal diese Prämie, also diese Einmalzahlung da, diese 1.000 Euro, lassen wir mal weg. Tja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja. Ich meine, klar, das sind ja immerhin über 100 Kilometer weiter, also laut WLTP, aber ich sag mal so, wenn wir mal realistisch sind, ja, bei meinen stehen 491, wir wissen selber, ich habe meinen damals abgeholt und was stand drinne? 439, ja. Bevor ich erstmals gefahren bin, bei 100% Akku. Und das sind ja hier, sage ich mal, 50 Kilometer ungefähr weniger. Wenn wir die auch mal hier abziehen, ja, da sind wir auch bei 550. WL, also ja, ja, Originalreichweite. Ja, gut, es ist natürlich spürbar, ist das schon. Aber ja, muss jeder selber wissen, ob er es kauft. Ich würde es mir jedenfalls nicht kaufen. Ja. So viel zu Punkt Nummer 3. Ja, da sind wir auch schon bei Nummer 4, ja. Tesla schaltet bald Werbung. Wer hätte das je gedacht? Das ist eine Meldung von golem.de. Und da schreiben sie ja, Werbung soll erstmals Tesla-Geschäft ankurbeln, ja. Und da gibt es ja viele verschiedene Meldungen, die sagen, Tesla hätte wohl Probleme, die Autos zu verkaufen. Die haben ja die Preise oft gesenkt. Jetzt haben sie so die Preise in einigen Ländern erhöht. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen. Ich weiß ja nicht, wenn jemand dabei ist, der jetzt keinen Tesla fährt, der vielleicht ein anderes E-Auto fährt oder noch einen Verbrenner und noch überlegt. Also ich verstehe, also wenn ich ein E-Auto kaufen würde und ja, ich weiß, ich habe die Tesla-Fanbrille auf, aber wenn ich ein E-Auto kaufen würde, ich sehe immer noch einen Tesla als alternativlos.
Ja, was die Reichweite betrifft, was die Effizienz betrifft, was den Preis betrifft, was die Größe betrifft. Das ist für mich immer noch das perfekte Auto. Und ich weiß, es ist ganz viel Geschmackssache dabei, ja, aber selbst wenn es das Ladenetz betrifft, auch das ist immer noch besser wie alle anderen Ladenetze. Und ich meine, gut, jetzt kann man auch zu 80% oder 70% die Ladenetze von Tesla mitnutzen, was schon mal sehr positiv ist. Ist ein großer Punkt quasi abgegeben, was vielleicht auch ein Punkt ist, warum vielleicht Tesla sich nicht ganz so gut verkauft. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, ja, mir einen VW ID3, ID4 zu kaufen für, ich sag mal, das gleiche Geld ungefähr wie ein Tesla Model 3 und habe aber die ganzen anderen Sachen nicht. Dann kommt noch dazu, ja, Entertainment im Auto. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und wenn man das Geld hat für ein E-Auto, warum man dann vielleicht lieber einen VW kauft statt einen Tesla, ich glaube, das ist da mehr so eine Geschichte. Ich hatte immer schon VW, ich mag vielleicht ein US-Fahrzeug nicht. Ich meine, ich bin auch kein großer Fan von US-Fahrzeugen, wo ich die schon interessant finde, ja. Aber dann ist das wirklich mehr so eine Geschichte, ja. Also mehr so eine Bauchgeschichte. Wenn man rein rational dran geht und ja, natürlich ist auch ein Geschmack, spielt auch eine Rolle. Den einen mag das, andere mag das nicht. Aber für mich gibt es nach wie vor noch keine echte Alternative zu einem Tesla. Ich weiß, auch wenn das nicht hören können, aber das ist meine Meinung. Ja, jetzt wollen wir aber trotzdem in die Werbung einsteigen, ja, um das Geschäft anzukurbeln, schreibt zumindest hier Golem, glaube ich, war es, genau. Elon Musk will bald das Ziel erreicht haben, Tesla-Fahrzeuge zu autonomen fahrenden Autos gemacht zu haben. Ja, da sage ich, warten wir mal ab. Ich glaube da immer noch nicht dran, jedenfalls nicht in Europa. In den USA kann das schon passieren, ja. Ja, der E-Auto-Hersteller Tesla hat traditionell auf Werbeanzeigen verzichtet, doch mit dieser Linie will Konzernchef Elon Musk nun brechen. Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft. Ja, das ist natürlich auch Quatsch, ja, aber der ist wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig, was Werbekosten betrifft. Ja. Angesichts hoher Nachfrage hatte Tesla bezahlte Anzeigen lange nicht nötig. Musk nutzt seine eigene Popularität und andere Mittel als Marketinginstrumente. Ich war das andere Mittel übrigens, ja. Also ich und die vielen anderen da draußen. Aber wie gesagt, war ja mein Ding. Ich wollte es ja auch so. Ja, und da schreibt er auch hier, Tesla, ich habe dem gerade erst zugestimmt. Es gibt noch keine vollständige Strategie für die Werbung, sagt er. Anzeigen könnte doch ein Weg sein, Teslas Kundenbasis zu erweitern. Ja, und dann kritisiert Musk auch noch die Zinspolitik der US-Notenbank. Ja, auch Tesla sei nicht immun gegen Rezessionsrisiken, da hat er völlig recht. Aber ich sage trotzdem mal, wenn der eine dann doch mehr verkauft als Tesla, dann ist das nicht Rezession das Problem, dann ist es ein anderes Problem. Ja. Er rechnet in den kommenden 12 Monaten mit einem schwierigen Wirtschaftsumfeld. Ja, das habe ich auch schon immer gesagt, das ist so. Ja. Ja. Und dann eben, wie schon sagte, ja, höhere Zinsen machen unter anderem Autokredite weniger attraktiv. Das ist völlig richtig. Ich habe ja, wo ich damals mein erstes Model 3 gekauft habe, gibt es auch ein Video von mir, wie ich das finanziert habe. Habe ich ja einen Teil finanziert davon. Ja, da waren die Zinsen ja so minimal. Das ist ja gar nicht groß ins Gewicht gefallen. Das sieht heute völlig anders aus, ja. Und ich, bis mir heute nochmal zu finanzieren wollte, mit diesem Weg, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, ich hätte keine Lust, da irgendwie 5.000, 600 Euro Zinsen zu bezahlen. Ich glaube, das würde ich nicht machen heutzutage, ja. Ja. Musk wiederholt in dem Interview die Aussage, dass Tesla kurz davor stehe, seine Fahrzeuge zu autonom fahrenden Autos zu machen. Ja, in USA vielleicht ja, aber ich glaube das noch nicht. Dann kommt noch die ganze Problematik dazu, ja, dass die Sensoren jetzt fehlen, dass noch wieder ein neuer Radar kommen soll und so weiter. Also das stelle ich mir echt schwierig vor, ja. Tesla sei der einzige Autohersteller, bei dem man glaube, volle Autonomie mit einem Software-Update erreichen zu können. Es sehe danach aus, als würde es noch in diesem Jahr soweit sein. Also wenn jetzt, da könnte man echt eine Wette abschließen. Und ich glaube, ich würde sagen, dieses Jahr nicht mehr. Ja? Also in den USA wahrscheinlich nicht voll autonom und in Europa natürlich auf gar keinen Fall, ja. Aber ja, wir machen ja keine Wetten. Ja, und dann ist ja noch ein Journalist, ja, der daran erinnert, dass er Tesla immer schon vor Jahren ja das baldige Meistern verkündet habe. Ja, er sei wohl ein pathologischer Optimist. Das kann man wirklich genauso sehen, ja. Also Elon Musk. Jetzt stimme ich ihn aber zuversichtlich, dass er mehrere Tage durch San Francisco gefahren sei, ohne viel die Kontrolle über das Fahrzeug von der Software übernehmen zu müssen. Ja, ist auch interessant. Wie gesagt, betrifft einem nur die USA, ja. In dem gut einstündigen Interview auf CNBC verteidigte Musk auch seine kontroversen Tweets und verurteilte das Arbeiten von zu Hause aus. Ja. Musk hatte für alle Angestellten von Tesla und Twitter die Rückkehr ins Büro nach der Pandemie angeordnet und bezeichnete das Arbeiten von zu Hause als moralisch falsch.
Ja, ist wirklich auch eine kritische Geschichte, ist aber jetzt nicht mein Thema, hat nichts mehr oder nur zu tun, aber auch das sehe ich ein bisschen kritisch. Aber kann natürlich auch Vorteile haben, ist auch ganz klar. Ja, Musk wurde auch gefragt, wie er das Risiko sieht, wenn er mit kontrovers diskutierten Aussagen seine Geschäfte gefährde. Er antwortete, ich werde sagen, was ich sagen will und wenn die Folge davon ist, Geld zu verlieren, dann ist das so. Ja, ich sag mal so, mittlerweile haben wir eine Zeit, wo man so, ja, wo es Geld kostet, die Wahrheit zu sagen. Ja, nicht immer, ja, aber mittlerweile können nur noch die Unabhängigen, ja, je unabhängiger, desto mehr kann man die Wahrheit sagen, alle anderen müssen, ja, überlegen, was sie sagen, ja. Ja, und auch Tesla, glaube ich, ja, da kann viel sagen, Elon Musk, aber auch er wird nicht alles sagen können, ja, gehe ich mal davon aus. Ja, ich bin mal gespannt, wann die Werbung beginnt, wie das losgeht. Ich meine, vielleicht kriege ich morgen eine Mail und Tesla zahlt mir jeden Monat ein hübsches Sümmchen für Werbung, ja, aber das glaube ich ja nicht. Bin mal gespannt, ob wir da Anzeigen sehen, Werbeanzeigen im Fernsehen, im Print, bin nämlich echt mal gespannt, wie das so abgeht. Ja, so viel zu dem Thema. Kommen wir zu Nummer 5. Die Tesla plant gleich zwei neue Modelle, jetzt überlegen, eigentlich drei, ja, quasi Tesla Model 3 mit Long Range und Hinterradantrieb ist ja auch ein neues Modell, ja, und jetzt bringt sie aber noch zusätzlich zwei neue Modelle raus, das ist eine Meldung von Auto, Motor und Sport, ja, und die schreiben, Tesla bringt mit dem Model Q und dem Model 2 zwei neue E-Autos auf den Markt. Die Einsteigermodelle positionieren sich unter dem Model Y und dem Model 3. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich hätte gedacht, ein kleines Model Y hätte völlig gereicht. Ja, also wer quasi einen kleinen Mini-SUV kaufen will, also der Model Y zu groß ist, greift dann zu diesem, ich nenne es mal jetzt auch Model Q. Wer eine Limousine haben will, greift zum Model 3, weil ich sage mal so, unterhalb des Model 3 wäre wieder auch ein Kompaktformat, wäre im Grunde so ähnlich. Also macht das quasi Sinn, ein kleines SUV mit Heckklappe und ein kleines Kompaktmodell mit Heckklappe, das macht nicht so richtig Sinn. Also ich glaube, da macht so ein Model Q, macht da mehr Sinn, ja. Könnte ich mir echt große Stückzahlen vorstellen, aber ja. Also ich möchte jetzt kein kleineres Model 3 haben, sage ich ganz ehrlich. Eine Heckklappe sehr gerne, ja, wie Model Y, aber kleiner, also der Kofferraum ist wirklich groß, aber ist nicht so groß, dass ich mir viel kleineren wünschen würde, ja. Er ist schon wirklich ausreichend, ja, aber ich möchte nicht kleiner haben. Ja, kommen wir zur Meldung zurück. Auf der jährlichen Investorenkonferenz, ja, gibt es ja ganz klar, wundert euch nicht, dass ich dazu groß hier nichts drin habe. Ich sag mal, der Roboter von Elon Musk interessiert mich erst einmal nicht so viel, ob der jemals hier auf den Markt kommt und ob wir den jemals nutzen können und bezahlen können. Das ist alles für mich noch sehr weit weg, sag ich mal, von der Zukunft, muss ich nicht drauf eingehen. Der Cybertruck habt ihr auch vielleicht gesehen, ja. Sieht interessant aus, wird in Europa in dieser Größe auch keine Rolle spielen, wird auch lange nicht herkommen, ist dann auch nicht in den USA auf dem Markt, aber dass er da auf dem Markt kommt, vielleicht dieses Jahr, ich glaube nächstes Jahr wird er noch lange nicht auf dem Markt sein, deswegen habe ich alles weggelassen, ja. Und wir bleiben bei den zwei neuen Volumenmodellen. Ja, und hier bestätigte quasi Elon Musk, eines von zwei neuen Volumenmodellen in den nächsten Jahren auf den Markt zu bringen. Die Leute wollen immer wissen, was unser nächstes Produkt ist, ja. Ich möchte nur betonen, dass wir tatsächlich ein neues Produkt bauen, dass wir tatsächlich ein neues Produkt entwerfen. Wir sitzen ja nicht auf unseren Händen. Ja, ich würde sagen, geht den Menschen wie den Leuten, ja. Ja, und so kommt das Model Q, kleiner als Model Y. Ja, und da besteht damit die Gerüchte über einen völlig neuen, in Serie gefertigten kleinen Geländewagen unterhalb des Model Y. Dieses Modell könnte unter dem Namen Model Q firmieren. Ja, und Musk prognostizierte eine Jahresproduktion von mehr als 5 Millionen Einheiten für die beiden neuen Produkte, von denen er versprach, dass sie mit, jetzt was interessant, mit Techniken entwickelt und produziert werden, die alles andere in der Branche weit übertreffen. So erhalten beide eine neue 48-Volt-Architektur. Und die neueste Version der Power Unit, die wird auf seltene Erden verzichtet, 25% weniger Siliziumcarbid enthält und 50% weniger Platz benötigt als die aktuellen Motoren. Jeder Motor soll in der Herstellung nur rund 1.000 Dollar, hier 1.500 Euro kosten. Das ist natürlich echt meine Ansage, ja. Und ich verstehe es ja nicht, warum VW die E-Motoren immer noch vorne einbaut, ja, und statt einen Frank. Das verstehe ich nicht. Ich weiß noch, wo ich mal in Dänemark war, sind wir an diese schönen, herrlichen Strände, Nordsee, Dänemark gefahren, wo man ja die Strände mit dem Auto befahren kann. Und wir haben immer vorne unseren Picknickkoffer drin. Ja. Und da haben wir dann da am Strand uns hingestellt, haben unsere Campingstühle rausgeholt und quasi hinten Kofferraum auf, Campingstühle rausgeholt, vorne Motorraum auf, Frank auf und Picknickkorb rausgeholt. Und dann standen ein Stück weiter welche und die haben so große Augen hier gekriegt. Schon ein, zwei Jahre her. Und dann kamen die dann angeflitzt und sagen, sagen Sie mal, wo ist denn Ihr Motor?
Das war echt lustig. Ich sage, na, der Motor ist hinten, das ist die Hinterachse, ist der Motor. Da waren die völlig baffen, völlig geflasht, ja. Und ja, und deswegen, ja, wenn der Motor jetzt noch kleiner wird, dann kann ja hinten der, nehmen wir, also diese, der, die Kuhle im Kofferraum unten kann ja dann noch größer sein, ja. Das ist ja Wahnsinn, ja. Ja. Also da tut sich echt was, das finde ich echt cool. Und ja, wenn der natürlich billiger ist, besser ist, ja, ich sag mal so, da überlegt das mal, ja, da kommt nachher noch die Meldung, dass die anderen in Europa versuchen, Kleinwagen irgendwie auf den Markt zu bringen. Die müssen erstmal das, also die müssen erstmal einen Kleinwagen überhaupt bringen und dann müssen sie noch hier diese Specs erstmal schaffen, ja. Das ist Wahnsinn. Die ganze Entwicklung fehlt denen ja alles noch, ja. Also echt, echt krass. Ja, ein erstes Teaserbild vom Model Q gab es auch zu sehen. Es zeigt auf schwarzem Grund die Silhouette des Models, die frappierend an das Design des Model Y erinnert. Gut zu erkennen ist die ausgeprägte Fahrgastzelle in Kuppelform, die ausgestellten Schultern hinten sowie die stark abfallende Fronthaube. Naja, ich sag mal so, viel ist da nicht zu erkennen. Ja, ist im Grunde hier, ja, also ich sag mal so, das sieht optisch für mich aus, genau wie ein Model 3. Model Y ist jetzt kein Unterschied, das ist ja wirklich nur in Strich im Dunkeln, weiß das nicht, ja, und sagt sonst noch gar nicht viel aus, ja. Ja, aber echt krass, dass Tesla gleich zwei neue Modelle rausbringt. Ich vermute mal, das Model Q zuerst und später das Model 2. Wir werden es sehen. So viel zur Meldung Nummer 5. Ja, kommen wir zur Meldung Nummer 6. Ja, Tesla ruft 1,1 Millionen Autos zurück. Wahnsinn, Andrea Stoller, Worten vor Wut. Ich weiß nicht, irgendwo reinbeißen, ja, wenn das wäre. Ja, die Werkstätten würden voll sein. Ja, aber bei Tesla nicht, ja. Bei Tesla macht man alles über Over-the-Air-Updates, ja. Wenn wir dann mal gucken, ja, warum eigentlich ein Rückruf, ist eigentlich völlig undramatisch, betrifft auch nur China, ja, und so schreibt ja Heise Online, ja, Tesla-Rückruf, 1,1 Millionen Autos in China müssen aktualisiert werden. Chinesische Behörden haben Tesla dazu aufgefordert, aber der Hersteller kann gelassen bleiben. Ja, ein klassischer Rückruf wäre für Tesla eine Herausforderung. Chinesische Behörden haben Tesla aufgefordert, die Fahrzeugsoftware an zwei Stellen nachzubessern. Betroffen sind alle Fahrzeuge Model 3, Y, S und X, die zwischen 2019 und 2023 vom Band liefen. Aber wie ich schon sagte, müssen nicht in die Werkstatt, es geht alles over the air. Und ab dem 29. Mai geht's los. Ja, und was haben wir hier für Geschichten? Ich will echt hoffen, dass das bei uns nicht kommt. Ja, Warnung bei Beschleunigung. Ich bin froh, dass da leise ist, wenn ich drauf drehe, ja. Ja. Die staatliche Marktregulierungsbehörde aus China stört sich in einem Bericht von sowieso zufolge an zwei Details. Zum einen fordert sie, dass Fahrer gewarnt werden sollen, wenn sie das Fahrpedal zu lange durchgedrückt halten. Sag ich echt mal, was ist denn das für ein Quatsch? Ich meine, wenn ich mein Fahrpedal voll durchdrücke, ja, da habe ich zu tun, das Fahrzeug auf der Straße zu halten. Da muss ich nur gewarnt werden. Achtung, du fährst gerade ganz schnell. Ja, und dann will ich es auch. Ja, ich tue nicht aus Versehen mal aufs Gas, ich nenne es noch Gas, ja, aufs Fahrpedal drücken. Und dann kriege ich noch eine Warnung. What? Achtung, Achtung, du fährst zu schnell. Also was ist denn das für ein Dreck? Wir lesen mal weiter. Diese Forderung dürfte auf einen Unfall in der südchinesischen Provinz Guangdong zurückgehen, bei dem ein Tesla mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gerast war. Es gab Spekulationen, dass der Fahrer die Pedale verwechselt habe. Tesla verwies darauf, dass Fahrzeugdaten darauf hingewiesen hätten, dass der Fahrer zwar das Fahr-, zu keinem Zeitpunkt aber das Bremspedal betätigt hätte. Eine Warnung ausgegeben, vermutlich über Bildschirm und Lautsprecher, soll auf diesen Fehler hinweisen. Also mal ehrlich, haben wir uns überlegt, ja, da fährt einer, da verwechselt einer, vielleicht sind es auch zwei oder drei, wir reden von 1,1 Millionen Autos, ja, da verwechseln marginale Anzahl von Autofahrern, verwechseln das Strom mit dem Bremspedal. Und daraufhin müssen alle Fahrzeuge eine Warnung kriegen, wenn ich das verwechsle, Achtung, du trittst gerade zu lange auf dem Strompedal. Das ist doch totaler Schwachsinn, oder? Also das ist totaler Schwachsinn. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Geringe Rekuperation. Eine zweite Aktualisierung betrifft die Rekuperation. In Tesla-Modellen für den chinesischen Markt ist der sogenannte One-Pedal-Driving, also ein Pedalfahren, offenbar alternativlos. Für mich auch, ich mache das sehr gerne. Dabei wird über den E-Motor vergleichsweise stark verzögert, wenn der Fahrer den Fuß vom Fahrpedal nimmt. Für einen vergleichbaren Tempoabbau muss man in einem Auto mit Verbrennungsmotor das Bremspedal mehr als nur antippen, also richtig bremsen. Nachgerüstet wird in dem chinesischen Tesla-Modell nun offenbar ein wählbarer Modus, in dem diese Verzögerung weniger heftig ist. Ich glaube, das hatten wir auch ganz am Anfang mal. Dann hat das Tesla abgeschafft. Jetzt kann man quasi nur noch einstellen, entweder er bremst bis zum Stillstand oder wie im Automatikauto, ihr müsst dann zum Schluss, rollt er weiter, bis ihr bremst, ja. Wenn er quasi von der Bremse geht, das Auto anrollt,
Die zwei Varianten gibt es jetzt, zumindest beim Standard-Range. Ich weiß nicht, wie es beim Model Long Range oder beim Performance ist. Ich glaube, Performance kann auch noch das bisschen verstellen, aber ich gar nicht mehr. Ich sage mal, ja, das können Sie euch überall einführen. Da kann man selber auswählen, wie stark man die Rekuperation haben will. Aber ich sage mal so, für mich ist das völlig in Ordnung, weil ich kann das dann wirklich mit der Stellung vom Strompedal völlig beeinflussen. Ja, ich kann damit auch genauso segeln. Ja, ich kann das jetzt problemlos in der Stellung halten, dass ich segle auf der Landstraße oder so. Oder eben entsprechend so stark rekuperiere und dabei bremse, wie ich das gerade haben möchte. Also ich habe da überhaupt keine Probleme. Und ich sage mal, von der Sicht her gibt es eigentlich keinen Grund, das noch zu verändern. Tja, aber gut, wollte mich jetzt nicht weiter stören. Man kann es ja dann so lassen, dass es dann so, wie es bisher ist. Ja, also ich sage mal so, viel Wind um nichts, ja. Ja, ich hoffe, dass das erste zumindest bei uns nicht kommt, der erste Rückruf, das möchte ich nicht unbedingt haben. Ja, so viel zu dieser Geschichte. Ja, und da sind wir auch schon bei Punkt Nummer 7, vorletzte Meldung, das ist hier Heise Online, ja, Köln bekommt Ladebordsteine. Und da gibt es auch schon viel Diskussion in der Vergangenheit, um Gottes Willen, was ist dabei, Regen, Schnee, Riesenpfützen etc. Ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen aktuell, ja. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Ja, an zwei Standorten sollen die von Rheinmetall, wo ich mich auch wundere, die bauen eigentlich nur so Kriegsgerät, jetzt machen sie auch noch Ladebordsteine, ja, warum eigentlich, ja. Die von Rheinmetall entwickelten Ladestationen getestet werden, die im Bordstein integriert sind, da machen wir auch ein sehr schönes Foto, man sieht ja, wie das da so aussieht, ja. Ich weiß nicht, das ist, wenn da regnet, da läuft doch da Wasser rein. Na, wir lesen mal im Text weiter. Die von Rheinmetall entwickelten Ladestationen, die im Bordstein integriert sind, sollen zuerst in Köln im öffentlichen Raum getestet werden. Ab Sommer 2023 soll ein solchen Bordstein an zwei Standorten im Stadtgebiet Akzeptanz und städtebauliche Vorteile geprüft werden. Ja. Dabei sollten andere Verkehrsteilnehmer möglichst nicht eingeschränkt werden. Straßenlaternen sind zudem weniger verfügbar als Bordsteine. Ich sag mal, ja, das stimmt, aber auch die Straßenlaternen sind so gut wie nicht mit irgendwelchen Lademöglichkeiten ausgestattet, obwohl da ja schon ein Kabel drin ist. Ja, und es gibt in Berlin auch so einige, habe ich schon, anderen Städten vielleicht auch, in Berlin habe ich schon gesehen, gibt es schon Laternen mit einem Ladeanschluss, ja, aber ich sag mal, die sind schon da, mach doch die erste Mal, und wenn das nicht reicht, kann man noch über Bordsteine nachdenken, ja, aber wieder so ein Durcheinander zu machen, ja, das verstehe ich nicht, aber gut, man kann ja alles mal probieren. An letzteren ließen sich Elektroautos laden, ohne lange Kabel über Gehwege legen zu müssen. Beim Bordstein meinen die jetzt, aber auch Straßenlaternen stehen meistens so dicht am Bordstein, dass man auch da vorbeilaufen kann, ohne über Kabel zu stolpern, ja. Ja, dann schreiben sie noch weiter, mit diesen Ladebordsteinen von Rheinmetall soll auch AC-Laden bis 22 kW ermöglicht werden. Ja, komplette Straßenzüge oder Parkplätze könnten für die Integration von Ladebordsteinen vorbereitet werden. Dafür werden Dummy-Bordsteine in den gewünschten Ladestandorten installiert. Das ist auch so ein Ding, ja. Ich meine, ich baue jetzt einen neuen Parkplatz und da brauche ich automatisch einen neuen Bordstein ringsherum. Ja, da ist doch Quatsch, erstmal Dummy-Bordsteine reinzubauen und dann später so, oh, jetzt könnte man das doch vielleicht mal umrüsten, jetzt tun wir die rausnehmen und rüsten die gleich nach. Denn dann kann man doch gleich das so planen. Ja? Was soll denn das erstmal Dummy-Bordsteine zu machen? Da kann man doch gleich diese Ladebordsteine mit integrieren. Wieder werden sie genutzt oder nicht genutzt, ja. Aber gut, die werden wissen, was sie machen. Ja, das Elektronikmodul wird nachgerüstet, sobald der Bedarf ausreichend hoch ist. Ja. Nachrüstung und Wartung sollen nicht viel Zeit benötigen. Jetzt wird's interessant. Das System wurde für den sicheren und zuverlässigen Betrieb auch bei starkem Niederschlag entwickelt. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Die Elektronik sei dafür in einer IP68 gekapselten Einheit untergebracht. Zudem arbeitet das Unternehmen mit namhaften Herstellern an einer Ladebuchse mit Zulassung für die senkrechte Einbaulage. Im E-Pkw-Bereich sei quasi senkrechtes Einstecken ebenfalls anzutreffen. Da habe ich noch nicht gesehen, welches Fahrzeug steckt so in. Ich meine, es kann sein, ich glaube, der Honda, gibt es eine Honda, wo man oben aufklappt, eine Motorhaube und das oben, glaube ich, reinsteckt. Also wer vielleicht so ein Auto von euch fährt, schreibt mal in die Kommentare, wie das bei euch so funktioniert im Regen. Würde mich echt mal interessieren, ja. Ja, während der Entwicklung sei darauf geachtet worden, Track-Eintrag zu minimieren und gleichzeitig die Track-Verträglichkeit zu maximieren. Das ist auch eine schöne Bezeichnung, Track-Verträglichkeit. Mann, du bist aber Track-Verträglich. Also wenn ich jetzt jemanden treffe, der in den Schlamm gefallen ist, dann sage ich, Mensch, du bist aber ganz schön Track-Verträglich. Kleiner Scherz am Rande. Ja, aber ich sage mal, zumindest machen sich Gedanken, dass man das mit beachten muss, ja. Sollte beides in gewissen Situationen in der Weile nicht ausreichend sein, können das System leicht gereinigt werden. Immer mal mit dem Besen durchgehen.
Ja. Nach mehrmonatiger Testphase scheint das Problem zudem weit weniger kritisch als befürchtet. Lösungen für Schnee oder Eis sind ebenfalls vorhanden. Da müsste man eigentlich dann auch noch mit einer Beheizung eigentlich reden, ja. Aber ja, es soll ja auch angeblich Orte geben, wo der Gehweg beheizt ist. Ja. Aber ich glaube in Deutschland nicht. Ja, ich bin mal gespannt hier, wie das aussieht. Mal gespannt, wie die erste Ladestation, zumindest man muss ja auch irgendwie die freischalten, ja. Wird RFID irgendwas brauchen, ja. Muss ja auch bezahlen, das ist ja ganz wichtig, ja. Bin ich echt mal gespannt, ja. Apropos bezahlen, noch eine kleine Zwischenmeldung. Ich weiß, die Urlaubsvideos, die erwartet ihr alles noch, die kommen auch demnächst, das dauert nicht mehr lange, die sind jetzt alle fertig, ich bin gerade dabei, die alle hochzuladen auf YouTube und dann könnt ihr sehen, es geht in meinen Singapur-Urlaub, ich werde nochmal in meinen nächsten News nochmal darauf hinweisen und dann geht's los, also sagen wir so Ende Mai beginnen die Videos, ich werde versuchen, mal jeden Tag ein Video hochzuladen, geht nicht lange, nur 10 Minuten oder so, so kurz unsere Erlebnisse in Singapur, jetzt steht demnächst der nächste Urlaub übrigens vor der Tür und ja, da fliege ich, wir fliegen wieder mal weg, aber nicht nach Singapur, kommen wir später vielleicht mal noch in dem Video. Ja, und das ist ganz interessant, dass ich ja, ich habe mich nach dem letzten Theater, war da dann sehen im Video, Zug zum Flug, es war chaotisch, ja, Deutsche Bahn und so weiter, ich will ja nicht vorgreifen, habe ich beschlossen, ich fahre nie wieder mit dem Zug zum Flug, ja, ich fahre mit dem Auto. Dann habe ich mir einen Parkplatz quasi in der Nähe von Hamburg organisiert und da habt ihr auch die Möglichkeit, auch ein E-Auto dort zu laden. Das geht eigentlich ganz einfach, können wir gleich auswählen, also wirklich prima. Und da kostet übrigens das Laden 40 Cent. Und ich sage mal so, das ist eigentlich ein guter Satz, ja, 40 Cent pro Kilowattstunde ist ja im Grunde, manche haben das zu Hause schon, ist im Grunde wie beim Supercharger in Tesla, kann man nicht meckern, sodass ich da quasi auch 40 Cent bezahle und dort mein Auto lade, ja. Also so viel noch einmal zu den Kosten, ist ja im Grunde auch wie öffentlich laden. Gut, ich bezahle auch die Parkgebühr, um dann eine ganze Weile zu stehen, knappe 2 Wochen. Aber das finde ich eigentlich echt ganz cool und ja, werde ich erstmal nicht testen, mal sehen, wie das funktioniert. Kann ich dann später mal drüber berichten, dass man noch kurz zu den Kosten. Ja, letzte Meldung, Nummer 8, günstige E-Autos aus Europa. Der Zug ist wohl abgefahren. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ja, ich wohne ja auch in Europa und ich möchte schon, dass wir auch noch hier eine Autoindustrie haben. Aber ja, ob das funktioniert, das ist eine Meldung von Inside Digital. Ja, günstige E-Autos, Europa hat keine Chance. Ich glaube da nicht ganz dran, ja, aber ja, sie haben es schwer, das steht fest. Ja. Preiswerte E-Autos sind auch im Jahr 2023 noch Mangelware. Ich sage mal so, diese Aussage genieße ich wieder mit Vorsicht. Ja, man darf nicht vergessen, wir haben schon den Punkt erreicht, wo die Elektroautos und ich sage mal zumindest bei Tesla, ja, wo die Preise schon teilweise unter dem Durchschnitt von Neuwagenpreisen sind. Sind wir das, was Leute verwechseln, ich habe das oft genug gesagt, ja. Ja, der Tesla, was da kostet, 43.000, ziehen die Prämien ab, ja, vielleicht 38.000, ja, wer kaufen soll. Aber kauf doch mal einen anderen Neuwagen mit diesem Inhalt, ja, mit dieser Leistung. Das wird nicht billiger, ja. Und dann sind wir schon in dem normalen Bereich, sag ich mal, ja. Und jetzt werden auch die Preise sinken, wenn die neuen Modelle auf dem Markt kommen, auch die Gebrauchtwagenpreise sinken bei Tesla. Das heißt, wir können dann vielleicht einen Jahreswagen, habe ich nicht reingeschaut hier bei mobile.de oder so, aber ich gehe davon aus, ihr kriegt einen Standard Range Plus Modell 3, also diese Standardvariante, ein Jahr alt, kriegt ihr vielleicht schon für 35, 34, 33, ja. Ja, gut, wir lesen weiter. Trotz eines von Tesla angezettelten Preiskampfes kosten die Autos in der Regel immer noch 30.000 Euro und mehr. Hatte ich gerade was dazu gesagt. Hohe Lohn- und Produktionskosten verhindern günstigere Modelle. Die Zukunft kommt wohl nur aus China. Ja, die Entscheidung, ein E-Auto zu kaufen, will gut überlegt sein. Ja, doch obwohl die elektrifizierten Autos in aller Regel trotz Umweltbonus teurer sind als vergleichbare Pkw mit Verbrennungsmotor, was nicht stimmt. Ja, das sind Fake News. Ja, also ja, das gibt's, aber das ist eine, kann man nicht so pauschal sagen. Ja. Entscheiden sich viele Käufer für ein E-Auto. So, und ja, das ist ja der Kollege, der mächtigste Autoboss Europas, Carlos Tavares, der ist quasi von Stellantis der Chef, ja, wie hier steht es ja, Peugeot, Citroën, Fiat, Opel. Der ist relativ häufig jetzt gerade in den Medien, ja. Und er warnt vor chinesischen Vorteilen auf dem Markt für E-Autos. Ach, ich weiß immer so gut, ja. Die einen haben dafür, der anderen dort und dann der Wand vor dem und der Wand vor dem. Das ist da alles Kokolores, ja. Ja, Tavares leitet, wie gesagt, den Automobilkonzern Stellantis. Bla, bla, bla. Die Produktion dieser Stromer findet aber voraussichtlich in China und anderen Ländern mit niedriger Kostenstruktur statt, ja. Europa müsse den Wettbewerb annehmen, um mehr oder zumindest besser zu arbeiten. Die Herstellungskosten müssten in Europa in den kommenden 5 Jahren aber in jedem Fall um etwa 40% sinken. Das klingt jetzt so wie, die Leute verdienen zu viel.
Aber jetzt sage ich mal, Herr Tavares, was glaubst du eigentlich, was Tesla macht? Was glaubst du, warum Tesla ein Hinterteil presst, ein Vorderteil presst und beides zusammenpresst? Warum? Ja, um die Kosten zu minimieren. Warum machst denn du das nicht in deiner Firma? Ja? Warum denkst du scheinbar immer zuerst mal an die Löhne? Ja? Warum denkst du nicht daran, wie kann ich die Prozesse optimieren? Und warum ist Tesla da schon viel weiter wie ihr? Wie viel Erfahrung hatten Tesla mit Autobauen? Wie viel Erfahrung habt ihr mit Autobauen? Ich würde mal sagen, zieht mal euren Finger ein bisschen, ja, wenn ihr mithalten wollt. Ich erwähne es nur. Ja? Ist nur ein Meinungskanal. Ja. Wie schwierig es ist, ein E-Auto für wenig Geld anzubieten, erlebt der Stellantis-Chef an seinem eigenen Konzern. Ja, hatte ich ja gerade gesagt, ja. Der Fiat 500 Elektro kostet 29.990 Euro. Der Peugeot E208 mindestens 39.100 Euro. Das ist doch Wahnsinn. Das ist ein Model 3-Preis, jedenfalls fast, ja. Vergleich doch mal die Batteriegröße, die Fahrzeuggröße, die Ausstattung, die Leistung mit dem Model 3. Ich meine, wer für 39.000 ein Peugeot kauft, ich verstehe nicht, kann da nicht rechnen oder was? Oder sagt er, naja, genau die 3.000 Euro haben wir jetzt noch gefehlt fürs Model 3. Ja, oder hier Opel Corsa E für 34.600 Euro. Ist das Gleiche, ja? Trotzdem möchte Tavares in nicht allzu ferner Zukunft auch ein Elektroauto für unter 25.000 Euro anbieten. Bei welcher Marke aus dem Stellantis-Konzern der Kleinwagensangebot rutschen und wo er produziert werden könnte, sagt er aber nicht. Ja, Tesla wird es machen, wirst du sehen. Tesla schafft das vor dir. Ja, und dann gleich die nächste Überschrift. Ja. Stellantis-Chef will keinen Preiskampf mit Tesla. Nee, schon klar, aber Tesla, ja, die führen den Preiskampf, ja. Und dann musst du dich danach richten, ob das passt oder nicht passt, ja. Ja, dann kommt ein bisschen, ja, auf einen Preiskampf will er sich aber nicht einlassen. Nee, da ist schon längst da, ja. Und denn die jüngsten Preissenkungen von Tesla sind nur darin begründet, dass er sein Versprechen gegenüber den Investoren quasi einhalten muss, jedes Jahr um 50% zu wachsen. Ja, und wenn er es nicht macht, am Ende zählen die verkauften Autos. Das zählt am Ende, ja. Tja. Also ich sag mal so, man braucht im Grunde nur ganz genau zu schauen, was macht Tesla, ja, und dann weiß man, was man selber machen muss, um da mitzuhalten. Und eins ist Fakt, ja, auch wenn vielleicht Tesla in der Entwicklung und Forschung weiter ist, aber auch Stellantis hat genug Geld, um da zu forschen, einzusteigen, ja, um alles mögliche, haben die genug Geld, so wie VW ja auch, ja. Und niemand erzählen, dass die Geldprobleme oder so hätten, ja. Ja, also dann würde ich sagen, zieht mal euren Finger. Ja, das waren die 8 Meldungen heute, KW20 2023. Ich hoffe, es war ganz interessant für euch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesem und jenem Thema so davon haltet. Ganz wichtig, wer also so ein Honda hat, schreibt mal rein, wie das bei Regen ist bei dir. Ich glaube, da lädt man auch von oben durch die Motorklappe. Also Frontklappe oder ja doch Motorraumklappe. Ja, würde mich echt sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, denkt einmal dran, den Daumen nach oben zu klicken. Abonniert gerne meinen Kanal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.